Ich habe Immortals Fenyx Rising gespielt und dies ist meine Meinung zum Spiel. Irgendeiner bei Ubisoft hatte Breath of the Wild gespielt und gedacht, das ist ein echt verdammt gutes Spiel, das sollten wir auch machen. Und genau das taten sie. Immortals Fenyx Rising hat einen furchtbaren Namen für ein absolut solides Spiel. Ich denke, so kann man Fenyx Rising gut beschreiben. Solide. Denn es ist weder das beste Open-World-Spiel aller Zeiten, noch ist es so unfassbar eintönig wie alle anderen Ubisoft-Open-World-Spiele. Denn das, was dir wirklich motiviert, ist das Erkunden der Welt. Die griechische Mythologie als Thematik war die perfekte Vorlage für wirklich viele coole Landschaften, in der jeder Winkel etwas Neues zu entdecken bietet. Also wirklich, einfach durch die Gegend zu laufen und im selben Gebiet so extrem viele unterschiedliche Orte zu erforschen, ist das absolute Highlight des Spiels. Zu verdanken haben wir das moderne Technik, denn der Look macht hier enorm viel aus, damit man gut in diese Welt eintauchen kann. Breath of the Wild ist ein hübsches Spiel, aber es ist klar, dass hier weitaus mehr möglich war. Und um das direkt aus dem Weg zu haben, ignoriert die Switch-Version, wenn ihr das Spiel genießen wollt. Wer nicht zu der Gruppe gehört, die immer sagt, ich muss Spiele auf einem Handheld spielen, auch wenn sie dadurch furchtbar aussehen, ihre Identität verlieren und niemals gut laufen, dann werdet ihr keine Freude damit haben. Auf der Switch ist die Grafik Matsch, die Framerate schafft es in keiner Sekunde die 30 Bilder pro Sekunde zu halten und der eigentlich gedachte Stil ist nicht mehr vorhanden, da zu viel runtergeschraubt werden musste, damit es überhaupt läuft. Wenn euch dieses Spiel wirklich interessiert, ist die Switch-Version ein No-Go. Auf jeder anderen Plattform erwartet euch ein unfassbar hübsches Spiel mit unfassbar hässlichen Charakteren, die auch nicht wirklich besser animiert sind. Man merkt, dass hier weitaus weniger Leute daran gearbeitet haben, als noch bei den Assassin's Creed Spielen. Auch das Writing ist Hit or Miss. Und dank der deutschen Übersetzung ist es eher Miss als Hit. Denn die deutschen Sprecher wussten, wie man es aus der Videospielszene kennt, eindeutig nicht, welche Figur sie gerade sprechen und in welcher Situation sie sich befinden. Jeder, und ich betone, jeder Witz, wird in der falschen Betonung und im falschen Timing gesprochen. Und das Spiel versucht echt hart, verdammt häufig, richtig witzig zu sein. Die Animationen, die dramatischen Kameraschwenks, die Musik, alles funktioniert nicht, um einen Gag rüberzubringen, da einfach nichts mehr beim Timing stimmt. Was schade ist, paar Dialoge sind, wenn man sie liest, wirklich einen Schmunzler wert. Aber wenn diese Texte dann so gesprochen werden, dass die Betonung im Kontext einfach keinen Sinn mehr ergibt, dann ist es erst witzig, wenn man sich im Kopf vorstellt, wie es wohl eigentlich gesprochen werden sollte. Also ja, schalt das Spiel auf Englisch, will ich damit sagen. Das Auflevel-System ist ein Segen und Fluch zugleich. Einerseits ist es mega motivierend, alles zu erledigen, da man mit jeder Verbesserung auch wirklich stärker wird. Wenn man zum Beispiel die starken Angriffe um einen Punkt verbessert, sind es nicht nur ein paar mehr Schadenspunkte, die man austeilt, sondern ein wirklich enormer Unterschied zu vorher. Also das, was vielen Ubisoft-Spielen sonst fehlte. Upgrades, die sich wertig anfühlen und man auch wirklich haben will. Ebenso haben alle Waffen und Rüstungen keinen Angriffs- und Verteidigungswert. Alles wird über das Upgrade-System gelöst. Stattdessen bieten euch eure Ausrüstungsgegenstände diverse passive Fähigkeiten. Zum Beispiel gibt es eine Waffe, die ein Lebensfeld um 120% füllt, wenn ihr einen Gegner betäubt, oder eine andere, bei der ein Angriff euer Stamina langsam wieder füllt. Dieses System fand ich super interessant und ich musste immer instant im Inventar nachsehen, was ein neuer Ausrüstungsgegenstand als Fähigkeit hat, sobald ich ihn erhalten habe. Ein Fluch ist es jedoch, dass die Entwickler die Idee wohl nicht mochten, dass ihr irgendwann super stark seid. So werden Low-Level-Gegner nach und nach, je stärker ihr werdet, durch High-Level-Gegner ausgetauscht. Das bedeutet einfach nur, dass sie eine neue Farbe bekommen und mehr aushalten und mehr Schaden austeilen. Es ist halt irgendwie Schwachsinn, wenn man stärker wird, aber die Gegner auch, weil dann ändert sich ja nichts. Immerhin, alle Boss-Gegner bleiben gleich stark, wodurch es nicht komplett nutzlos ist. Dennoch verstehe ich nicht, warum es nicht einfach Low- und High-Level-Gebiete gibt. Das wäre ohne Probleme möglich gewesen. Soll nicht heißen, dass es die gar nicht gibt. Spätere Gebiete haben noch stärkere Gegner. Dennoch seltsam, im Startbereich Gegner zu finden, die mega viel aushalten. Ich möchte vor allem unbedingt das grundsätzliche Movement hervorheben. Die Welt zu bereisen ist so erfrischend. Das Springen, das Rennen, das Gleiten, das aus dem Nichts sein gezähmtes und aktuell ausgewähltes Pferd zu sich zaubern. Egal wie weit etwas weg war, wenn ich dorthin wollte, habe ich nicht gezögert, denn das Bereisen der Welt ist so angenehm und unterwegs findet man immer etwas Neues. Und auch wenn ihr durchs Umsehen wichtige Punkte markieren könnt, heißt es nicht, dass die Kiste, die ihr da gefunden habt, nun einfach irgendwo rumliegt und darauf wartet, geöffnet zu werden. In den meisten Fällen gibt es ein Puzzle, um Kisten und andere Gegenstände überhaupt zu erreichen. Und diese Icons bringen euch eher dazu, in Gebiete zu reisen, die ihr ansonsten womöglich ignoriert hättet. Selten habe ich es so genossen, einfach nur durch eine virtuelle Welt zu streifen. Microtransactions sind im Spiel vorhanden und ich bin regelrecht erschrocken, dass sie wirklich, also wirklich optional sind. Denn obwohl man einiges grinden muss, kann man nichts kaufen, damit das Grinden schneller geht. Es gibt keinen Booster, es gibt keine Möglichkeit, die Steine fürs Upgraden zu kaufen. Und alle Sachen, die man kaufen kann, sind optische Gegenstände. Bedeutet, sie überschreiben das Aussehen eurer aktuellen Gegenstände, haben aber keine eigenen Fähigkeiten.
Ich frage mich, wie viele Leute das nutzen, weil wozu? Lohnt sich die Arbeit, so ein System überhaupt einzubauen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber es ist wohl ein Gesetz bei Ubisoft, dass sowas in ein Spiel sein muss. Grundsätzlich kann ich sagen, dass ich 80% der Zeit von Phoenix Rising genossen habe. Der Rest ist typischer Ubisoft Open World Bullshit, wie zum Beispiel unfassbar dämliche Fetch Quests in der Main Story, die absolut null beitragen und nur das Spiel strecken sollen. Und wenige Puzzlebereiche, die so unfassbar dämlich waren, dass ich sogar einmal einen Rage Quit gemacht habe, weil Steuerung, Physik Engine und das Puzzle an sich einfach nicht harmonierten. Aber hey, das Problem kennen wir ja auch aus Breath of the Wild. Und denke, da muss man auch den Vergleich ziehen. Phoenix Rising ist kompakter und schneller als Breath of the Wild. Es geht etwas weniger um das pure Erkunden, sondern eher um das Abarbeiten der Icons auf der Karte, also halt sehr Ubisoft. Und wie ich ja schon meinte, das Coole ist halt, dass beim Reisen zu den einzelnen Icons ihr enorm viel unterwegs erlebt und es einfach mehr zu sehen gibt, als die Dinge, die ihr abarbeitet. Nintendo könnte wirklich sehr viele Dinge aus Phoenix Rising gerne übernehmen, genau wie Phoenix Rising bereits sehr, sehr, sehr viele Dinge aus Breath of the Wild übernommen hat. Problem ist, dass dem Spiel irgendwann die Tricks ein wenig ausgehen und ein paar Aufgaben sich zu häufig wiederholen. Halt wieder ein Ubisoft Open World Spiel Problem. Immer wieder dieselben Gegner verkloppen und langsam die benötigten Ressourcen zu farmen, damit man seine HP-Leiste oder Angriffe verbessern kann, ist halt wirklich auf Dauer ein wenig ermüdend. Aber das Erleben der Welt gleicht es glücklicherweise wieder aus, denn die Neugier, was das nächste Gebiet liefern wird, ist einfach zu hoch. Ich denke, dass es Ubisofts bestes Open-World-Spiel ist, das sie je rausgebracht haben. Zumindest habe ich seit Grow Home nicht mehr so gerne ein Open-World-Ubisoft-Spiel gespielt. Gebe daher vollste Kaufempfehlung für alle, die schon beim Footage Lust darauf bekommen. Wer noch mehr über das Spiel erfahren will, kann sich gern mein Game Design-Video dazu ansehen. Dort gehe ich mehr auf das eigentliche Spielprinzip ein. Aber es ist ein Ubisoft-Spiel und daher sollten wir nicht vergessen, was hinter den Kulissen abgeht. Ubisoft Quebec war hier am Werk, daher das Kernteam von Assassin's Creed Odyssey. Wie viele von euch wissen, gibt es Vorfälle von Missbrauch und sexuellen Belästigungen bei Ubisoft, die jahrelang herrschten und von den hohen Tieren einfach ignoriert wurden. Ich empfinde es daher wichtig zu berichten, dass Ubisoft Quebec intern toxische Chefs hat. Laut 7 anonymen Quellen berichtet Gamasutra, dass Leute wie Creative Director Jonathan Dumont und Quest Designer Hugo Giard Türen vor Wut zuschlagen, Objekte durch die Gegend werfen, wenn sie unzufrieden sind, gegen Wände schlagen und Mitarbeiter so lange verbal fertig gemacht haben, bis sie in Tränen ausgebrochen sind. Vor allem Frauen und neue Mitarbeiter sollen ein großes Ziel gewesen sein und kein Meeting verging ohne einen Vorfall. Deswegen mussten viele kündigen, da sie es psychisch unter diesen Umständen komplett verständlicherweise nicht mehr ausgehalten haben. Diese Leute arbeiten weiterhin noch im Studio und sind nicht betroffen von den paar Kündigungen, die es bei Ubisoft gab. Und es ärgert mich, denn so liegt über ein wirklich gutes Spiel ein extrem nerviger Schatten, der mir zumindest immer einen faden Beigeschmack gibt. Behaltet das einfach im Hinterkopf, wenn Ubisoft sich mal wieder selbst feiert oder jemand anderes es tut. Wenn euch ein Spiel wirklich gefällt, sehe ich es nicht als richtig an, es komplett zu boykottieren. Aber es schadet nie auf Social Media Plattformen oder auch im Freundeskreis, die Leute über sowas aufzuklären. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn nicht diese toxischen Chefs an den Spielen rumfuschen würden und die Arbeitsmoral dadurch drücken, dann würden auch die Spieler davon profitieren. Also ja, Phoenix Rising ist ein wirklich gutes Spiel, obwohl das Entwicklerteam unter Tyrannen leiden musste. Ich sehe großes Potenzial in dieser neuen Reihe und hoffe, dass Ubisoft sich selbst beim Wort nimmt und diese Probleme oder Problemmenschen beseitigt. Denn das Team ist eindeutig sehr talentiert und ich hoffe, dass wir noch einige Spiele von genau diesen Leuten sehen dürfen.